Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen das Telekom Speedpod W724V vorstellen, ein Highspeed-WLAN-Router für den IP-basierten Telefon- und DSLV-DSL-Anschluss der Telekom. Zum Lieferumfang gehört das W724V als Gerät selbst, das sieht so aus. Dann natürlich das Netzteil mit dabei für die Stromversorgung. Wir haben hier die Anschlusskabel. Kunden mit einem IP-basierten Telekom-Anschluss verwenden dieses Kabel hier, das ist etwa 4,2 Meter lang. Dieser Stecker kommt in Ihre THE-Telefondose und dieser Stecker wird in den Router eingesteckt. Ein Splitter wird beim IP-basierten Anschluss nicht mehr benötigt, den lassen Sie also einfach weg. Kunden mit einem Glasfaseranschluss verwenden das blaue Kabel, um das Speedport W724V mit Ihrem Glasfasermodem zu verbinden. Das ist 1,5 Meter lang. Und wir haben hier noch das Netzwerkkabel, was ebenfalls beiliegt, auch 1,5 Meter lang. Damit können Sie Ihren Computer oder ein anderes netzwerkfähiges Gerät direkt per Kabel anschließen. Natürlich kann der Router auch WLAN, neuesten Standard. Der Lieferung liegt auch die Bedienungsanleitung bei, sowie weitere Unterlagen, zum Beispiel Informationen zu WLAN to go und weitere Infos zu den Funktionen des Speedport. Ich möchte Ihnen jetzt das Speedport W724V im Detail vorstellen. Zunächst zur Vorderseite. Wir haben hier verschiedene Info-LED und hier unten noch drei Taster. Bei der obersten Power-LED wird Ihnen angezeigt, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird. Die Link-LED ist für den Uplink da, wenn Sie das Speedport an einem Glasfaseranschluss zum Beispiel nutzen. Die Online-LED zeigt Ihnen an, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die Telefonie-Leuchte geht dann an, wenn das Gerät sich im IP-Netz der Telekom angemeldet hat und damit die Telefoniefunktion zur Verfügung stehen. Die Service-LED leuchtet, wenn es Probleme gibt, aber auch wenn Updates installiert werden. Wir haben hier die WLAN-Info-Leuchte, die dann an ist, wenn das WLAN eingeschaltet ist. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Taster, mit dem ich WLAN ein- und ausschalten kann, wenn ich das möchte. Wir haben hier die Anmelden-WPS-Taste, ebenfalls zum Drücken. Die können Sie verwenden, um Geräte schnell unkompliziert zu verbinden. Und das hier ebenfalls eine sinnvolle Taste Telefon suchen. Wenn Sie also Ihre Schnurlostelefone gerade verlegt haben, drücken Sie die Taste, dann klingeln die Telefone und Sie finden dieses schnell. Auf der Rückseite des Speedport hier zum einen die Powerbuchse, wo das Netzteil angeschlossen wird. Wir haben hier die DSL-Buchse, dort wird das Anschlusskabel für den IP-basierten Anschluss der Telekom angeschlossen. Splitter wird wie gesagt nicht mehr benötigt. Alternativ für Kunden, die einen Glasfaseranschluss bekommen haben, wird hier die Verbindung zum Glasfasermodem mit dem blauen Kabel und dieser Buchse hergestellt. Wir haben hier vier gelbe Netzwerkschnittstellen für Ihr Heimnetzwerk. Es handelt sich hierbei um Gigabit-LAN-Schnittstellen. Das heißt also bis zu 1000 Mbit können Sie hierüber nutzen, sofern Ihr Endgerät das unterstützt. Telefonie ist natürlich auch möglich. Wir haben hier zwei Buchsen für zwei analoge Endgeräte, also zum Beispiel Telefon- und Faxgerät oder auch ein alter Anrufbeantworter, den Sie aber eigentlich auch nicht mehr brauchen, dank der Telekom Sprachbox. Wenn Sie ISDN-Geräte anschließen wollen, dann benötigen Sie den Speedport ISDN-Adapter, den es separat zu kaufen gibt. Der würde hier unten an eine der vier Netzwerkschnittstellen angeschlossen und dann entsprechend konfiguriert. Und da lassen sich dann Endgeräte mit S0 anschließen. Der Speedport hat auch zwei USB-Schnittstellen, USB 2.0. Dort können Sie einen Drucker anschließen, den Sie gemeinsam im Netzwerk nutzen möchten. Oder auch ein Speichergerät, also eine externe Festplatte zum Beispiel, wo Sie ebenfalls dann aus dem Netzwerk zugreifen können. Ja, sonst was noch wichtig, es ist ja ein WLAN-Router. Das Gerät hat den neuesten WLAN-AC-Standard integriert, also bis zu 1300 Mbit pro Sekunde können Sie hiermit per Funk erreichen, im Optimalfall. Natürlich abwärtskompatibel und unterstützt sowohl 5 als auch 2,4 GHz WLAN. Ebenfalls integriert ist WLAN to go. Das ist eine Funktion, wo Sie ein Gäste-WLAN für andere Telekom-Kunden bereitstellen und selber auch einen Zugang erhalten. Details dazu finden Sie auf unserer Webseite. Und ebenfalls integriert ist eine DECT-Basisstation, das heißt bis zu 5 Schnurlostelefone können Sie am Speedport W724V anmelden. Sie brauchen also keine
sonstige Basisstationen, die Sie per Analogport anschließen, sondern Sie können die Schnurlostelefone hier direkt anmelden und dann telefonieren. Zum Beispiel hier im Hintergrund gibt es die verschiedenen Modelle der Telekom, Speedphone 10, 30, 50 oder 701, aber auch weitere Geräte, die den DECT-Standard verwenden, können Sie bequem anmelden. Ja, das zu den Funktionen des Speedport W724V.